Ich habe mir neue Kopfhörer gekauft. Also die funktionieren, das kann man wohl sagen. Mir ist hier richtig, also das... Mir ist praktisch durchs linke Ohr das rechte Trommelfell geplatzt gerade. Einmal quer durchs Gehirn geschossen ist mir dieser Schall. Aber es ist ja ein schönes Lied, insofern... Das war es wert. Herzlich willkommen zu Baywatch Berlin an diesem etwas besonderen Tag, denn wir waren ja eigentlich wieder vereint, jetzt sind wir wieder auseinandergerissen worden vom Business letztendlich, vom Haifischbecken Fernsehen, den ja egal ist, ne? Ob wir uns an die Hände nehmen können. Aber am Ende ist es ja jetzt auch nicht, wir sind ja auch nicht beim Kirchentag hier, das ist ja Arbeit auch in gewisser Weise und wir können ja froh sein, dass es Spaß macht. Oder hallo nach Berlin aus München. Hallo Klausi. Hallo. Wir sitzen hier an deinem Campingtisch in deinem immer latent verquarzten Büro. Es riecht nach Rauch, also man weiß nicht, wer hier immer raucht, du bist es ja nicht, Klaas, weil du ja Nichtraucher bist seit über einem Jahr oder fast zwei Jahren, ne? Über zwei Jahre, aber es dürfen Leute in meinem Büro rauchen. Ich habe das irgendwie so zu meiner eigenen Smokers Lounge da eröffnet, damit mich überhaupt noch einer besuchen kommt. Es gibt doch diesen alten Witz, wo man sagt, die haben sie früher ein Kotelett umgehängt, damit wenigstens der Hund mit dir spielt, ja? Und so ähnlich ist es mit meinem Büro, da dürfen alle rauchen oder Chris Meth nehmen oder sowas, damit ich Besuch kriege, damit das ist, da das so eine ist Art ein Ort, das ist ein Ort der Begegnung. Exakt, ja. Das ist wie so eine Jugendfreizeitstätte. Ja. Aber auch viele harte Drogen, also ne, man kann sich hier einen Löffel nehmen an der Kaffeemaschine und dann kann man sich hier also richtig frisch das Heroin aufbrennen und sich das ganz gemütlich hier spritzen, dann kommt mal Sabine vorbei und erzählt so ein bisschen kleinen Schwank aus, von ihrem Tag. Also man kann sich hier richtig gut gehen lassen. Ja, das ist Klaashofer Umlauf, gemütliches kleines Crackhaus. Ja. Ich schaue auch auf ein riesengroßes Lebkuchenherz. Das hängt so, Kopf über der Schulter, da steht drauf, Moin Klaas, Oldenburgs Herz schlägt für dich. Ja. Das hast du bekommen bei den 15 Minuten, als man dir Danke gesagt hat, ne? Mit einer Statue am Hauptbahnhof. Ja, so ist es, ja. Das von Herrn Krogmann. Das ist nämlich wir hatten ja Kommunalwahlen in Niedersachsen, auch in Oldenburg natürlich. Deswegen wisst ihr natürlich, dass es nicht so sicher ist mit dem mit dem Rathaus, wer jetzt Bürgermeister sein wird. Es gibt eine Stichwahl zwischen Krogmann von der SPD und dem grünen Kandidaten. Also so spannend kann Politik sein in diesen Tagen. Ja, total. Ja. es ist richtiger Krimi in Oldenburg. Und ich warte eigentlich nur drauf, bis ihn jemand sagt, dass bald Bundestagswahl ist. Aber das heißt, da ist in diesem Jahr auch die Stichwahl? Oder ist jetzt gerade, as we speak? Jetzt gerade, okay. Genau. Es war, glaube ich, letztes Wochenende waren Kommunalwahlen in Niedersachsen und das ist halt ganz, es gibt überall gibt's diese Stichwahlen irgendwie und dann geht es jetzt irgendwie weiter, ist ja nicht so ungewöhnlich auf kommunaler Ebene. Und also ich wollte nur sagen, dass ich praktisch mein Einfluss in die Politik immer geringer wird. Also, was heißt das? Also du kannst den Kandidat auch da nicht mehr hochpetern praktisch. Ich kann den... Selbst indem du so freundschaftlich den Arm um die Schultern legst und so ein bisschen so Wahlkampftermine mit dem wahrnimmst. Ja, wie ist das denn, wenn man wie ich als gestandener Journalist, wenn man wie ich als, wenn ich meiner Arbeit nachgehen möchte und wirklich probiere die Wahrheit rauszufinden, dann, ja klar, schneidet man auch mal eine Brücke ab, ne? Hinter sich. So ist es. Aber und, so, und jetzt ist Krogmann, mein letzter verbliebener Freund, ist nicht sicher, ob er es schafft. Ja, wir drücken ihm mal die Daumen, unbekannterweise. Aber Klaas, du bist kein Journalist. Also wie ich aus dem Zeitgespräch mit Giovanni Di Lorenzo weiß, gehört dazu schon ein Volontariat im journalistischen Bereich. Das haben sowohl Markus Lanz vorzuweisen, als auch Jan Böhmermann. Ich auch. Thomas Schmidt auch. Ich wiederum habe nur beim Lokalradio so ein bisschen rumgemacht. Und du, Klaas, also du hast zwar eine solide Friseursausbildung, aber Journalist darfst du dich nicht. Ich weiß aber nicht, ob ob der damit das Volontariat bei MTV meint. Das weiß ich auch nicht. Trotzdem muss ich sagen, dass mir, also es fällt mir jetzt auch wieder ein, das ist ja denen auch mal bei so einem Journalistenpreis aufgefallen, den sie mir da wieder weggenommen haben, weil ich im Nachhinein gemerkt habe, ich bin ja überhaupt gar kein Journalist. Ja, stimmt, klar. Also absolut, ja. Stimmt, habe ich mich vergaloppiert, tut mir leid, kann ja mal passieren. Es ist wirklich auch für mich ein aufregender Tag und ich bin ein bisschen malat, kann man sagen, weil ich das darf man so nicht sagen mehr in diesen Zeiten. Bist du getestet, hast du einen PCR-Test oder bist du psychisch malat? Bist du körperlich malat oder psychisch malat? Damit die Leute nicht denken, sie stecken sich jetzt direkt an beim Hören vom Podcast. Ach so, ich bin einfach nur wahnsinnig müde. Ja, das ist ja was anderes. Das ist ja nicht anstecken. Ja, Gehen vielleicht schon, aber Müdigkeit an sich kann man ganz allein für sich haben. Ja, ich bin müde, weil ich habe gestern eine Sendung gemacht. Heute ist, was ist heute für ein Tag? Mittwoch, ja klar. Gestern war Late Night Berlin, heute ist Mittwoch
Und dann ging das ja irgendwie lange und so weiter. Und dann kann man auch immer nicht sofort einschlafen, muss man noch was essen und so weiter. Dann war ich auch ganz aufgeregt noch nach der Sendung und hatte das noch so in mir, diese Unruhe. Und bis ich mich dann so richtig mal beruhigt habe und so, hat das schon ein bisschen gedauert. Und dann musste ich heute Morgen ganz früh wieder nach München, weil wir hier eine weitere Sendung machen. Und es ging auch nicht anders als zu fliegen dann. Und dann habe ich verpennt. Wie? Ja, also pass auf. Ich wollte eigentlich um, ich glaube, 4.25 Uhr aufstehen. Da hätte ich dann noch irgendwie. Oh Gott. Ist das dieses Showbiz, von dem alle reden? Ja, da hätte ich dann noch in Ruhe meinen sogenannten Kram machen können. Wofür bist du denn prominenter, wenn du um 4.25 Uhr aufstehen musst? Ja. Steht Gottschalk um 4.25 Uhr auf, frage ich dich. Ja, wegen Jetlag, weil er immer unterwegs ist und irgendwann nicht mehr weiß, wo er gerade ist, ja. Aber Gottschalk hat ja auch mal gesagt, wenn er die Kühlschranktür aufreißt und da geht das Licht an, fängt er an zu moderieren. Das gehört auch zum Showbusiness, dass man allzeit bereit ist. Denn heute Morgen habe ich also irgendwie gestern in meiner Müdigkeit habe ich den Wecker falsch gestellt, ne, weil ich einfach nicht mehr in der Lage war, die Zahlen so richtig zu ordnen in meinem Gehirn. Dann habe ich da irgendwas eingestellt, bin ins Bett gegangen und hat natürlich nicht geklingelt heute Morgen. Das passiert mir aber auch oft. Ne? Ganz oft, dass ich aus Versehen die falsche Uhrzeit einstelle. Ja, wegen doof, ne? Ist mir auch passiert. Und dann habe ich heute Morgen um 5.02 Uhr, also wirklich 40 Minuten, nachdem ich eigentlich, oder 35 Minuten, nachdem ich eigentlich aufstehen wollte, habe ich auf den Wecker geguckt und dachte, oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und dann saß ich, also 5.02 Uhr, in der Unterhose, auf mein Handy geguckt. 5.58 Uhr saß ich im Flugzeug auf meinem Platz. Oh, das ist knapp. Ja. Aber nicht schlecht. Das klingt nach Stress am Morgen, ne? Na, es ging so. Ich habe das alles in so einer traumwandlerischen Bräsigkeit gemacht. Ich habe aber wirklich nochmal im Flugzeug sitzend, bin ich dann so eine Art wach geworden und habe dann so an mir runtergeguckt und habe kontrolliert, ob ich so Schuhe angezogen habe und so weiter. Weißt du, wo du das gelernt hast, Klaas? Na? Bei Duell um die Welt. Oh ja. Nämlich bräsig durch die ganze Welt geführt werden. Also wir haben ja immer, muss man sagen, im Team sind ja Aufnahmeleiter dabei, die kümmern sich um die Organisation der Reise. Inklusive, keine Ahnung, die Flugtickets, das ganze Auskaspern mit den Securities am Flughafen. Wie kommt man zum Flughafen? Wie kommt man da weg? Wer wird wann geweckt? Wann müssen wir los? Und so weiter. Das organisieren die alles. Und wir sind wirklich jahrelang durch die Welt geschlurft und mussten uns immer wieder erzählen lassen, wo, in welchem Land wir gerade sind. Wie viel Uhr es ist, was die Zeitverschiebung ist und welches Wetter zu erwarten. Dann gab es noch ein paar Moneten in der Landeswährung in die Hand, damit man mal einen Kaffee trinken kann. Ne? Ja. Und ansonsten haben wir doof geglotzt. Damit man auch was zum Hergeben hat, falls man ausgeraubt wird. Ja, genau. Man muss was verstecken, damit die was finden, damit die dann sagen können, okay, reicht, brauchen wir nicht erschießen. Tschüss. Das war auch immer deine Lieblingsdisziplin, also wer will es dir verwehren, aber dass du auch wirklich, vor allem unseren Michael Simmerzidis, den Aufnahmeleiter, immer gefragt hast, du mal Geld, ich brauche eine Pizza. Hast du mal Geld, ich will mir hier was zu Süßes kaufen. Hast du mal Geld, ich brauche eine Cola. Aber da muss ich Klaas wirklich in Schutz nehmen. Ich glaube, wir haben es auch ähnlich schon mal erzählt, Michael Simmerzidis ist der festen Auffassung, dass bei einem 24-stündigen Tag, bei dem 20 Stunden gedreht wird, dass es da absolut ausreichend ist, wenn jeder eine 0,5 Liter Wasserflasche bekommt und 7 Kekse, ja, die noch dazu sehr trocken sind. Ja. Deswegen konnte ich Klaas immer gut verstehen, dass er in jeder sich bietenden Gelegenheit ihm so in die Seite gestuckt hat, gesagt, gib mal 10 Yen oder was weiß ich, jetzt wird Pizza gekauft. Ich weiß, ne? Wir hatten Rauli schon komplett kaputt gespielt, ne, über die Duellreisen auch. Auch also ein lieber Kollege von uns. Ne? Ja, den hat es hart erwischt. Also irgendwann hat er das auch moniert. Das ist durchaus bei so 24 Stunden Drehtagen und Jetlag und allem immer nur Kekse gibt. Ne? Und einmal hat er richtig auf den Putz gehauen. Da hat er gesagt, so geht's nicht weiter. Und das ist Rauli, wenn man ihn kennt, der ist einer, der steckt auch viel ein. Und Rauli muss eigentlich auch über 3 Wochen nichts essen. Deswegen ist er auch dünn wie ein Blatt Papier. Also das stört ihn eigentlich. Der Mann hat sich irgendwie auf unter 70 Kilo runtergehungert, weil er in einem Paket verschickt werden musste. Ne? Ja, was ist daran jetzt die Sensation? Ja, man sieht, er ist irgendwie ein asketischer Typ. So. Ja. Und der hat aber gesagt, er fährt nicht mehr mit, er hat die Schnauze voll, jetzt ist mal Ende, jetzt hören wir ihm alle mal zu. Er will, wenn wir jetzt nach Sizilien, war es damals, den Ätna besteigen und dann mit den Skiern runterfahren, da besteht er drauf, dass es zumindest mal eine Banane gibt. Und es wurde auch alles notiert und wurde auch zu Michael Simmerzidis gefaxt. Aha. Ne? Und dann sind wir da im Bus und fahren den Ätna hoch. Und dann gab es die Kekse, wie immer.
Oh Mann, ey. Ich weiß auch, muss ich sagen, ich bin euch da massiv auf die Nerven gegangen, weil ich ja schon gelitten habe, dass es keinen guten Kaffee gab. Und ich habe auch gelitten, dass es nicht 3 Mahlzeiten am Tag gab. Also so war es ja. Unvergessen die Frage in einem Schlamm, wo wir bis zur Hüfte im Schlamm in Indien standen, mitten in der Pampa, um uns rum irgendwelche Leute, die gar nicht wollten, dass wir da drehen. Es war eine schlechte Stimmung, ja, und so das halbe Dorf war gegen uns, das da angesiedelt war. Ja. Und Jakob Lund fragt Michael Semezidis, der ebenfalls bis zur Hüfte im Schlamm steht. Exakt. Ich glaube, nach einer Cola Light habe ich gefragt. Nach einer Cola Light. Ja. Keine Cola, sondern eine Cola Light. Ich trinke wirklich keine Cola. Und er hat gesagt, wir haben nur Cola. Und er hat gesagt, nee, ich trinke leider nur Cola Light. Und du hast dann sogar noch, also wirklich, die haben alle schon ungläubig angeguckt, da hast du gefragt, ob man die denn mal besorgen könnte noch. So, tja. Ja, ach, das waren alte Zeiten, Was ich aber erzählen wollte, ist, dass wir da in Vanuatu angekommen sind, auf dieser Vulkaninsel. Und da ist irgendwie so, da hast du so 3 Reptilien schon im Bein hängen, wenn man da nur aus dem Flugzeug steigt. Und die Luftfeuchtigkeit ist so 200%. Und da ist Michael auch aufgefallen, wir haben alles bei, keine Sorge, nur leider kein Wasser. Das ist vergessen worden. Uiuiui, kann ja jedem mal passieren. Bei 40 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit, da braucht man jetzt auch nicht dringend so ein Wässerle. Das reicht ja dann später. Gucken wir mal, wo man das herkriegt. Und dann haben wir doch an so einer ekligen Sifftonne, hat dann da jeder sich da so seinen Ebola-Cocktail abzapfen dürfen. Ja. Na ja. Also ich weiß noch, dass ich auf dieser Reise bin ich in Menschenkacker getreten. Na, da hat einer hinter einen Baum gemacht. Und hat's da jemand aus dem Team im Verdacht? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht war es Chris. Der Ebola-Cocktail lag da hinterm Baum. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte, war wirklich froh, weil manchmal guckt man da auf diesen Zettel, den man immer kriegt, was man so machen soll. Und festes Schuhwerk, das war wirklich mal angebracht an dem Tag. Das war total schön, dass ich das gehabt habe. Was ich aber vermisse, Klaas, ist, dass wir vor den Reisen immer zusammen zum Outdoor-Laden gegangen sind. Ja. Es gibt nämlich nicht viele Gelegenheiten, wo man wirklich da reingeht und wirklich was braucht. Ja. Und dann kann man so gucken, hey geil, hier noch eine Mini-Taschenlampe, hier noch ein Solarhut, der irgendwie dir, wo du dir einen Herd an dich anschließen drin kannst. Ist und so. Noch. Ja. Und das war, es gibt wirklich, normalerweise geht man da rein und dann kauft man irgendein Zelt, dann campt man in Brandenburg so und dann landet es im Schrank und man braucht es nie wieder. Ja. So. Das ist normalerweise. Und da fühlt man sich richtig geil, dann fragen die nämlich auch noch, wo soll es denn hingehen? Na Moment mal, die fragen erstmal voller Verachtung, weil die denken, du willst in der Uckermark an See. Ein Student. Ja, was wollt ihr denn hier so nach dem Motto? Was habt ihr überhaupt verloren? Ja. Und dass man dann natürlich sagen kann, wie in deinem Fall, Schmitty, ja, ich reise hier auf die Philippinen zum Menschenfresser. Ja, erst Papua, China, dann Grönland auch noch so. Also wir brauchen was für beide Temperaturen, Extreme und so. Ja, das war immer schöne Momente, die vermisse ich. Und hast du jetzt den Krempel noch? Ja. Also den Solarhut mit Ceran-Kochfeld. Ich glaube, das sind immer noch steckende Moskitos drin in den Hemden. Das kann gut sein. Wir könnten tatsächlich, ich glaube, nachdem, ich habe das ja mitbekommen, was er da alles gekauft hat, manche Sachen habe ich dir auch geschenkt, so einfach so. Das stimmt. Und im Supermarkt, du hast immer noch was Süßes an die Kasse gelegt. Wenn ich schon bezahlt habe, dann hast du noch eine Taschenlampe so. Komm, das bezahle ich dir, Junge. Wobei, du hast doch auch in einem Jahr, hast du doch mal jedem Gameboy geschickt für die Flüge, das war oder? Ich, ja. Ich hatte so Bock auf Mario Kart auf diesen langen Flügen, dass ich euch beiden, Rauli und Klaas habe ich einen Gameboy geschenkt. Genau. Und dann konnten wir das verlinken. Ja, genau. Und dann konnte man da loslegen. Das war auch eine gute Idee. Aber es ist ja auch manchmal, wie man dann so konditioniert wird eigentlich. Ne? Früher, wenn meine Mutter keine Zeit hatte zu kochen, dann hat entweder mein Papa was Ekliges gekocht, das war die eine Möglichkeit. Mhm. Oder die andere Möglichkeit war, wir gehen zu McDonald's. Und nach McDonald's sind wir dann in so ein Kindergeschäft gegangen und da durfte ich mir irgendeine Kleinigkeit dann aussuchen und so. Und das ist bei mir immer noch total miteinander vertriggert. Also wenn ich jetzt heute, ab und zu geht man ja mal so an einer Raststätte oder so, dann doch mal zu McDonald's irgendwie und holt sich was. Ich bin richtig gehend, ich habe eine richtige Leere in mir, wenn ich danach nichts geschenkt kriege. Also krass, mindestens, ich sitze da, ich bin satt und denke, was ist es? Warum? Ich habe jetzt keinen Hunger mehr, aber irgendwie brauche ich noch was. Und dann trinke ich die ganze Cola aus, noch eine Apfeltasche, dies, das. Und ich denke, was kann es sein? Ein Kaffee? Nein, es ist immer noch nicht. Ich brauche wahrscheinlich einen Super Soaker.
Aber was ist denn mit dir los? Also ich musste mich 3 Jahre sehr gut benehmen, damit ich einmal ins McDonald's mir eine Junior-Tüte kaufen durfte. Genau, da war und ja dann Geschenk ins McDonald's drin, und als Geschenk, dass du da so brav gegessen hast im McDonald's, kriegst du noch eine Super Soaker. Ja, so war das. So war meine Erziehung. Also ich durfte nur zu McDonald's, wenn andere Kinder da Geburtstag gefeiert haben. Ey, das ist die einzige Konstellation, wo das bei mir zu Hause erlaubt war. Ich war auch ehrlich nie bei einem McDonald's Kindergeburtstag. Was? Nee. Oh, das war das Beste überhaupt. Da kam dann irgendwie ein Mitarbeiter, musste sich dann hinten neben der Fritteuse das Clownskostüm anziehen und hat dann doch so mit Wurst, so Burger verschmierten Händen versucht, irgendwie daraus einen Aal zu machen. Aus dem langen Ballon hat er einen Aal gemacht. Und dazu gab es, das war ja wirklich so. Und dazu hat man sich dann mit den Bällen aus diesem Bällebad beschmissen. Ein Kind hat geweint, das andere wollte keine Gurken und war immer wunderbare Stimmung. Das war immer so was, wo man, ich weiß auch meine Eltern und so, die haben, also ich kannte Leute, die da Geburtstag gefeiert waren. Wahrscheinlich war ich einfach nicht eingeladen, weil nicht beliebt. Und, oh Mann. Und man hatte aber damals schon immer so mit der Nase gerümpft über die Kinder, die da im McDonald's feiern. Also das war wirklich für meine Mutter, die irgendwie Erzieherin und so, das war ein Albtraum. Also wie kommt man auf die Idee, keine Schnitzeljagd im Wald? Wir reden jetzt, ich bin ja auch bin ja ein Dorfkind so. Da hast du halt irgendwie Pfälzer Wald und alles da und dann kannst du die Leute ist eigentlich ja auch so reinschicken. Schöner, ist ja klar. Und dann fahren Leute aber da zum McDonald's, da gab es kein Verständnis bei der Familie Schmidt. Ne? Ja, das ist ein bisschen so dieses Centerpark-Feeling. Ey, Klaas, du hast doch nächste Woche Geburtstag. Ist das nicht eine Inspiration? Um Gottes Willen. Lädst du uns da ein zum McDonald's? Ja, oder sollen wir dich hier zum Mittag da einladen? Ja, also McDonald's, aber weiß nicht, am Times Square oder so. Aber nee, also das, ich würde... Oh, Herr Gerne groß. Ich dachte hier in Kreuzberg, gegenüber von der Arbeit. Ja, das ist halt so, weißt du, so eigentlich so dumm, ne? Wenn so einer, der eigentlich gar nicht weiß, wie man das dann so macht oder gar nicht weiß, wie man jetzt damit umgehen soll. So ähnlich wie Donald Trump, der sich dann den Kindheitstraum vermutlich erfüllt hat und ins Weiße Haus sich, glaube ich, 600 Cheeseburger bestellt hat für irgendwelche Gäste, die da ankamen, weil es Probleme mit der Küche gab oder so, ne? Also wenn man so merkt, diese Kulturlosigkeit, die hört dann nicht auf. Nee, bei uns waren das schöne Geburtstage. Wir haben natürlich so, wie man sich das vorstellt, mit so Kinderspielen und allem drum und dran. Und das war ich auch gewohnt. Und wenn ich dann irgendwo anders eingeladen war, und da habe ich wirklich noch eine echt traurige Erinnerung dran, also eine aufrichtig traurige Erinnerung, dass ich bei einem Freund auch zum Geburtstag war. Da hatten die auch Programm für uns, 6, 7 Kinder, aber so eine halbe Stunde. Und danach hieß es, so Kinder, jetzt dürfte man einen Fernseher anmachen. Und das ist mit mir also nicht mal zu Hause passiert, dass ich da mal den Fernseher anmachen durfte. Das war ja nicht so verfügbar wie heute, sondern es war ein richtiges Event. Ja, Kinder, haha, Geburtstag, jetzt dürfte man einen Fernseher anmachen. Und dann haben wir da gesessen, haben 2 Stunden Fernsehen geguckt. Natürlich gierig, weil jeder will Fernsehen gucken, ist ja klar. Auch das Geburtstagskind wird Fernsehen geguckt. Nichts war geschmückt. Und dann habe ich gesagt, wann gibt's denn Essen? Und da war die Mutter auch ganz überrascht, sagt, wie essen? Ihr wollt essen noch? Er sagt, ja, naja, bei Kindergeburtstagen, da gibt es doch immer so Spaghetti und sowas. Und dann hat sie sich ein bisschen ertappt gefühlt und das ist eigentlich der traurige Moment, weil sie dann auch wollte, dass es wie ein Geburtstag ist, auch für mich, obwohl ich ja gar nicht Geburtstag hatte. Und hat dann gesagt, gut, dann mache ich dir Spaghetti. Oh. Und dann haben alle weiter Fernsehen geguckt und ich saß alleine in der Küche von denen und habe Spaghetti gegessen fürs Geburtstagsfeeling praktisch. Das war eine bittersüße Geschichte. Klaas, ich habe aber eine Frage an den Prominenten jetzt. Na dann. Fragen an den Prominenten. Die knüpft da nahtlos an, wo du gerade aufgehört hast, beim Thema Geburtstag. Du hast nächste Woche Geburtstag und mir ist aufgefallen, anders als andere Prominente war dein Geburtstag noch nie ein Society-Event der Superlativer. Und jetzt habe ich überlegt, erstens, Frage 1, warum nicht? Zweitens, warum sind denn diese üblichen Leute, die sowas zu so einem Society-Event machen würden, nicht eingeladen? Es wäre doch so einfach. Du müsstest nur Silvi Mais anrufen, Harald Glöckler, den Aachener Printenmann, dann noch irgendwie, wen könntest du noch? Eine Sibylle Weichenberg, damit es auch was zu erzählen gibt am nächsten Morgen. Warum machst du das nicht? Why? Ich habe nächste Woche Geburtstag, ich bin Geburtstagsfan, ich habe gerne Geburtstag, weil ich gerne im Mittelpunkt stehe und gerne bestimme. Und das darf man am Geburtstag. Und am Geburtstag ist man deswegen die wichtigste Deswegen nimmst du Person. Dir immer frei, ne? Ja, klar. Damit ich du das durchziehen dann, kannst. Ey. Ich mache dann, was ich will. Ich komme dann nicht zur Arbeit, ihr könnt mich am Arsch lecken. Ja. Ist mir völlig egal, was für ein Tag das ist, ich komme nicht, wenn ich keinen Bock habe. Und dann mache ich nur, was ich will.
Und dann will ich, ja, möchte ich Geschenke haben. Ich setze auch alle in meinem näheren Umfeld unter Druck vorher, dass ich also gute Geschenke haben will, weil ich mich drauf freue, mhm, und dass ich also enttäuscht bin, wenn ich nicht überrascht und gleichzeitig erfreut bin. Schmidti, wir müssen heute diese Brille besorgen von Harald Glückler. Ja, stimmt. Scheiße, und dann freue ich mich halt, dass ich also im Mittelpunkt stehe. Und wenn man auf so einer Party ist, dann gibt es am Anfang ganz viel Aufmerksamkeit bei mir. Beispielsweise, mhm, wenn alle singen oder wenn ich irgendwo reinkomme und so tue, als wäre ich überrascht von der Party. Und dann sage ich, ja, was macht ihr denn hier? Obwohl ich das natürlich heimlich erwartet habe, dass da alles vorbereitet wurde. Und dann passiert es aber, dann meandert das so aus und dann unterhalten sich die Leute miteinander. Und haben so ihre eigenen kleinen Gespräche, in denen es nicht zwangsläufig nur um mich geht. Mhm. Und das wiederum, das finde ich respektlos und unanständig. Aber vielleicht könntest du dieses Problem lösen, indem du an jeden Tisch so eine Agenda gibst, weißt du, über welche Taten, welche Lebensphase man sich unterhalten könnte. Und ich vielleicht auch, um dir dann so gerecht zu werden, und du bist ja auch so ein gesellschaftlich akzeptierter Typ, dass vielleicht auch der Altkanzler noch kommt mit der Frau und so, weißt du, dass wir auch eine gute Mischung hinkriegen. Ja, den muss man ja bloß einladen. Carsten Maschmeyer darf noch so ein bisschen auch so einen Tisch aufmachen, da kann er über seine Tabletten und Versicherungen nochmal erzählen und so. Weißt du, dass es einfach so ein bisschen auch staatsmännische Vibes bekommt. Ja, es stehen ja immer so Menükarten dann auf dem Tisch. Genau. Und da könnte man ja die Themen, ja, welchen Aspekt von Klaas Biografie soll zum Beispiel, ja, der Tisch mit Maschmeyer besprechen? Genau, die Jugend, die Lehr- und Wanderjahre. Wissen, genau. Ja. Lehr- und Wanderjahre, Alter. Das war das, als mit ich damals auf der Walz war, als wandernder Friseur. Mit dem, ja, und dann, Stock in der Hand. Und dann ist es so, Klaas, damit du auch zufrieden bist. Also ich sehe es so, es gibt überall diese Tische, wie bei so Preisverleihungen, wo die Leute an so schönen, feinen Tischen sitzen. Und du sitzt allein auf einem gigantischen Game of Thrones-artigen Thron auf der Bühne. Ja, ja. Und damit, genau, die Leute immer zu dir hochschauen können. Ja. So, und jetzt ist es so, also die haben auf diesen Tischkarten, haben die Agenda, die sie zu besprechen haben, den Lebensabschnitt, der ihnen zugeteilt wurde. Mhm. Und dann müssen sie einen Tischpatron wählen in der demokratischen Wahl, weil du bist auch Demokratiefan. Mhm. Und der muss das Ergebnis der Diskussion und des praktisch wie ein Wahlmann im Prinzip, inspirierenden, ja, Gespräches am Tisch am Abend zu einer gewissen Zeit für dich zusammenfassen. Ja, und da gibt es dann so einen Spot auf den Tisch, ne? Und da gibt es, ja, so eine Musik und ein Live-Orchester spielen. Und dann müssen die das genau zusammenfassen, zu welchem Ergebnis sie auch gekommen sind. Ja, also da ist bislang, wir haben uns noch nie so genau da Gedanken drum gemacht, da ist bislang so noch keiner drauf gekommen. Eine andere Variante wäre, das ist letztendlich auch die Antwort auf die Frage, warum es kein Society-Event ist. Eine andere Variante ist, du hast den Game of Thrones-Tisch, ne? Und dann werden die Türen geschlossen und dann gibt es halt eine Bluthochzeit. Und zwar in der, ja, Medienbranche. Das können wir auch machen. Morgen ist Fernsehpreis. Naja. Ach ja. Warte mal hier, oder wie Jakob sagen würde. Oh. Also mal, jetzt mal weg von meinem Geburtstag. Immer ist es toll, ich freue mich über Geschenke und über Glückwünsche, auch digital, auch von Leuten, die ich nicht kenne. Also lasst mich da ruhig hochleben, habe ich gar nichts dagegen. Könnt ihr machen. Aber ich habe es gerade gesagt, der Fernsehpreis wird vorbei sein, wenn diese Folge hier rauskommt. Aber morgen ist es soweit. Wir können leider nicht da sein, weil wir Joko & Klaas gegen ProSieben machen. Und deswegen können wir nicht vor Ort sein. Das ist in einer anderen Stadt. Ja. Preisverleihung, ja, sind ja was Besonderes. Gerade jetzt nach Corona gab es das ja alles lange nicht. Ne? Da hat man also viel auch in irgendwelchen komischen Zoom-Calls da verbracht und viel darauf gewartet, dass irgendeine Kamera umschaltet und der Ton teilweise sogar gleichzeitig zum Bild erschien. Und nun ist es das erste Mal wieder so ein richtiges Event. Alles ist wie früher. Barbara Schöneberger moderiert. Es gibt kaltes Essen. Fernsehpreis halt. Ja, ich liebe es. Ja. Also ich bin ein großer Fan. Du bist Verleihungsfan, ja? Ja, das weiß total. Ich. Warum, ja, bist du Verleihungsfan, Thomas? Also ich finde, es gibt wenig Gelegenheiten in unserer Welt, ja, wo man sich so richtig nochmal so ein bisschen rausputzen kann und den Anzug aus dem Schrank und entstauben kann. Das finde ich irgendwie ganz gut. Das habe ich gelernt, gut zu finden. Auch dank Jakob, muss ich sagen. Der hat mich da auch eingeführt. Und dann ist es irgendwie so eine, ach, es ist so ein bisschen Lästerei, wenn man einen guten Sitzplatz hat. Also man kann so hinten im Dunkeln so ein bisschen sitzen und dann wird ja was dargeboten auf der Bühne und da hat man ja meistens eine Meinung zu, die flüstert man sich dann so ins Ohr. Wobei man sagen muss, also da hat der Fernsehpreis mal in einem Jahr einen ganz großen planerischen Fehler begangen. Da hatten die lieben KollegInnen nämlich die glorreiche Idee zu sagen, alle, die nominiert sind, die packen wir an eine große Tafel.
Und oh, da das muss war ich blöd, sagen, ich erinnere mich daran. Und da muss ich sagen, da ist, also auch für mich persönlich durch diesen Kunstgriff, also sehr viel von einem schönen Abend dann an mir vorbeigegangen. Also weil oh, sowas wie, der Dummsau gönne ich es gar nicht, konnte man da nicht laut nee, sagen. Ne? Konnte man nicht sagen, nee. Wisst ihr, was mir da passiert ist? Da habe ich mich, da bin ich so ganz knapp Champagner? Reingekommen. Champagner? Ja, pass auf, dann bin ich da reingekommen und habe dann irgendwie, da gab es so Weißwein. Ich hatte nicht viel gegessen, es war alles so ein bisschen stressig. Ich glaube, ich habe Check gedreht und bin dann da so dahin irgendwie so, und das war alles so ein bisschen so. Und dann saßen wir da und dann habe ich angefangen mit Weißwein zu arbeiten da. Und dann ging das dann doch recht lange, muss man sagen. Und als es dann vorbei war, ne, das ist also wie so eine Kongresshalle, wo jeden Tag irgendwas anderes ist, ne, dann war das vorbei und dann war draußen da im Foyer, da irgendwo da im Treppenhaus neben der Garderobe, stehen dann da alle rum. So, und dann soll man da raus. Dann konnte ich aber nicht so gut aufstehen. Und hab da also noch auf meinem Platz gesessen und hab so gesagt, ja, ja, geht ihr mal und so. Bis ich dann wirklich ganz alleine mehr oder weniger in dem Raum war. Und dann haben die das große Licht angemacht, in so einer, sah wirklich aus wie in einer Sporthalle dann. Und dann haben die angefangen, für den nächsten Tag einzudecken. Also die haben dann die Tische, an denen wir saßen, wurden dann neue Teller und neues Besteck und so weiter hingehört. Und ich saß dabei immer noch in der Hoffnung, dieser Zustand möge sich verbessern. Hattest du Angst, dass du so dann, völlig betrunken Klaus Kleber reinrennst oder so? Nee, dann kam, zum Glück kam dann Kida Ramadan, also Tony Hamadi kam rein und sagte, steh auf. Und dann habe ich mir, also diese Autorität hat ja schon was ausgelöst, und dann bin ich tatsächlich aufgestanden, dachte, bevor es hier noch irgendwie knallt, wenn er sagt, ich soll gehen, dann gehe ich lieber. Vielleicht hat er den Saal gebucht für morgen. Und dann hat er mich so rausbegleitet, das weiß ich noch. Ich muss jetzt nochmal sagen, nur damit da kein falscher Eindruck entsteht. Also wenn man uns in einer Reihe sitzen sieht, und manchmal gibt es ja auch so Publikumsschüsse, ne? Also wo man so das Publikum sieht. Und falls man uns da sehen sollte, wie bei wir einer, tuscheln vielleicht wir auch tuscheln, mal. Das ist immer ein Lob, wo wir sagen so, Mensch ey, also dass wir da nominiert sind, obwohl die zeigen, was die absolute, das so. Man würde auch dann nie kritisieren, wie so eine Sendung dann gemacht wird. Nee, oder man würde auch nicht sagen, man hat ist der Bums endlich vorbei, ich will an die Bar. Ja, man nie. Man würde auch nie sagen, oh, das ist ja ein ganz schlechter Humor, das schäme ich mich jetzt, dass wir überhaupt hergefahren sind. Das würde man natürlich gar nicht sagen. Aber würdest du, Thomas, wenn du jetzt gerade so Sachen aufzählst, die man nicht macht, ne, würdest du zum Beispiel sagen, ah geil, jetzt singt Peter Maffay, kann ich eine rauchen? Also früher? Nee. Das ist schon ein höflicher Herr. Ja, also ich finde, das ist schon, also wenn da jemand was darbietet, dann muss man auch da bleiben. Da hatte ich sogar schon Streit mit so diversen auch Teammitgliedern, die so jede Gelegenheit genutzt haben und da gesagt haben, die haben sich gerade gesetzt und haben dann gesagt, oh, ich glaube, wir gucken, also ich gehe raus an die Bar. So, das ist ehrenlos. Das ist respektlos, ja. Und da hatten wir nicht auch schon Streit? Nee, also bestimmt. Ich bin doch immer da. Naja, ich finde, wenn, dann muss man da mitmachen und vor allem, was ja auch nicht zu vernachlässigen ist, danach ist es halt so ein Branchentreff unter Einfluss von alkoholischen Getränken, und in der Kombination kriege ich das sehr gut hin. Ich freue mich schon sehr, Klausi, denn Schmidti und ich und unsere Kollegin Julia, wir fahren ja mit Joko gemeinsam am Freitag nach Leipzig zu unserem lieben Freund Kai Pflaume. Und Kai Pflaume hat mir versprochen persönlich, dass das ein ganz, ganz großartiger Abend wird. Also er wird sich nach 20 Jahren mal wieder richtig Mühe geben, auch beim Moderieren. Und es wird eine Preisverleihung sein. Die Goldene Henne wird verliehen. Das ist der Preis in Deutschland schlechthin, muss man sagen. Dort ist aber, weil es eine MDR-Veranstaltung ist, großer Fokus auf, früher hätte man gesagt, ostdeutsche Musik. Ich sage, ich freue mich extrem auf Maschine, den Sänger der Pudis, der wird ein riesen Ding machen, zusammen mit Brenner, hat mir Kai Pflaume gesagt. Ich weiß nicht, was Brenner ist, aber es hat irgendwas mit Feuer tatsächlich zu tun. Und jetzt pass auf, ich habe kurz gezweifelt, ich habe gesagt, Kai, wird es sich lohnen, dorthin zu fahren? Und dann hat er gesagt, Jakob, sitzt du? Ich habe gesagt, ja, ich sitze. Er hat gesagt, pass auf, es wird eine Sache geben, im Grunde eigentlich nur für dich, die Prinzen. Meine Lieblingsband, meine Beatles werden, jetzt soll man sagen, werden sie die neue Single performen? Was machen meine geliebten Prinzen? Die Prinzen werden ein Hit-Medley singen aus 20 Jahren Prinzen-Hits. Boah, super. Ist das nicht was? Das ist das was. Nicht was? Und es also kann sein, Beispiel, dass es mich von den Sitzen reißen wird, vor Glück. Sollen wir sagen, wollen wir spielen, wer kennt mehr Prinzenlieder?
Ich fange an. Okay. Ganz normal, Küssen verboten. Gabi und Klaus. Ich wäre so gerne Millionär. Mann im Mond. Mein Hund ist schwul. Schwein sein. Oh. Gut. Ja, das war's schon. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Prinzen. So, und das ist unser Freitagsschmiedi. Und das wird so wunderschön, weil wir können uns da kostenlos betrinken. Das ist ja sicher nur ein Randaspekt. Vor allen Dingen betrinken wir uns ja mit guter Laune und bestem Entertainment. Vielen Dank an den MDR, dass wir überhaupt da auftauchen dürfen. Und Kai Flaume hat mir versprochen, dass er mit mir auf der Aftershow-Party oder mit uns, Schmiedi, auch ein Weinchen trinkt. Ich trinke da mal ein Glas Sekt, hat er gesagt. Wirklich? Hat er kein Training direkt Nein, nach der Veranstaltung? Nein, und ich will mit ihm Bataillon d'Amour von der DDR-Band Silly gern singen. Riesenhit damals gewesen. Nein, kenn ich auch nicht. Aber ihr müsst aufpassen, also ihr könnt, das haben wir von Armin Laschet gelernt, bei unseren Kinderreportern, ihr könnt was trinken, ist alles kein Problem, aber nicht auf Lunge. Ja, wir paffen den Sekt nur, Klaas. Wir paffen nur paffen, nur. Bitte. Dass auch Kai Flaume, der Alkohol nicht gewohnt ist, bitte nur paffen. Dann ist nicht sofort ungesund, wieder ne? raus. Dann ist, das dann ist nicht kann dann so ungesund. Passieren. Nein, ja, nein, ja. nein, das ist in Ordnung. Also bitte nicht auf Lunge trinken, das ist super ungesund. Naja, der Mann will ja nicht Gesundheitsminister werden, sondern Bundeskanzler. Da muss man das so genau auch nicht wissen. Auch da ne? muss man ja lange durchhalten, da braucht man ja vielleicht auch noch ein bisschen Zeit. Für den Fall, dass jemand Late Night Berlin, die erste Folge, herzlichen Glückwunsch, ich fand die wirklich sehr gelungen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ihr wieder da seid. Toll. Falls das jemand nicht gesehen hat und eine große Empfehlung, sollte sich doch mal die Fragen unserer Kinderreporter Pauline und Romeo an Armin Laschet und Olaf Scholz anschauen. Ich finde es sehr empfehlenswert. Es schwingt immer so die Message zwischen den Zeilen mit. Also diese eine Sekunde, bis der Politprofi auf die Frage der Kinder antwortet und ganz kurz überlegt, wie er das jetzt formuliert, damit es Kinder verstehen und damit er nicht wie ein Riesenarschloch herkommt. Ja. So, und ja. diese Sekunde, das finde ich sehr, sehr spannend bei dem Ding. Wie habt ihr das? Wie schätzt ihr es ein? Ja, das sind, also ich glaube, die ganzen Themen, die man gehabt hat, das sind also erwartbare Themen auch für die einzelnen Kandidaten. Das ist eben das, was eigentlich momentan in jeder investigativen oder interessierten Sendungen nachgefragt wird von allen möglichen Journalisten. Aber klar, wenn man irgendwie vielleicht auch manchmal so Zusammenhänge, die einem selber als Erwachsener dann irgendwann, weil man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, normal erscheinen, auch teilweise große Politik, an der man nicht nur ganz alleine beteiligt ist und so, die hat man sich irgendwie dann so zurecht erklärt und man merkt gar nicht mehr, dass dieser realpolitische Ansatz eigentlich kaum vermittelbar ist. Gerade wenn man ganz normale, einfache Fragen stellt und darauf einfache Antworten geben will. Das ist ja in der Politik oft das Problem. Wenn aber Kinder da sind, dann muss man probieren, es einfach so zu erklären, wie es ist. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, obwohl es eigentlich Themen sind, mit denen die Kandidaten sich gut auskennen. Und dann irgendwie noch so, sagen wir mal, in der zweiten Ebene auch irgendwie eine Freude daran zu haben, an der spielerischen Art und Weise mal dort Fragen zu beantworten, auch wenn sie mal hier und da ein bisschen ernster sind. Ich glaube, diese zwei verschiedenen Pakete, auf denen man sich irgendwie gleichzeitig bewegen muss, so möchte ich es mal nennen, ja, das ist irgendwie ganz spannend. Und wenn man da so vom einen aufs andere Bein tanzen muss, genau diese Sekunde dazwischen, die ist interessant, da lernt man Menschen kennen und ich finde es gut, Menschen kennenzulernen, bevor die für mich Entscheidungen treffen. Ja, wie du auch sagst, das sind alles natürlich gestandene Politprofis mit PR-Beratern im Hintergrund, die haben wirklich, glaube ich, auf jede Frage grundsätzlich eine Antwort, wenn, ob das ein Bürger stellt oder ein Journalist im Fernsehen beim Triell, die werden jetzt nie sprachlos da stehen und sagen, oh, mit der Frage habe ich nicht gerechnet, sondern die haben die im Zweifel alles schon durchgeübt und durchgeprobt und tausendmal beantwortet. Aber wenn dann ein Kind fragt, warum ertrinken Kinder im Mittelmeer, und man weiß, der realpolitische Ansatz von Abwägen und man muss da behutsam vorgehen und man kann ja natürlich nicht und man muss ja auch auf die, ne? So, wenn das alles irgendwie an den fragenden Augen der Kinder abprallt, das ist, finde ich, wahnsinnig spannend, weil man auch da merkt, selbst diese Politprofis müssen überlegen, wie sie jetzt Realpolitik auf einfache Art erklären. Aber wenn man unterm Strich sieht, ist ja genau der Skandal die Frage, warum ertrinken da Kinder? Na ja. Eben, und vor allen Dingen, dass man sich auch mal wieder rückbesinnt, also dass man als
Politiker jetzt auch nicht in dem sachlichen Einerlei, in dem man vielleicht in diplomatischen Zusammenhängen sich bewegen muss, weil man genau weiß, da gibt es wieder diese Sitzung und jene Zusammensetzung an Politikern oder Ländern in der EU und so weiter, wo man wieder genau weiß, wo wahrscheinlich wieder die Knackpunkte sein werden und dann ja letztendlich solche Rechte, solche Situationen, die am Ende erstehen, die auch Verhandlungsmasse sind für ganz andere, also da wirken halt verschiedene Kräfte drauf und ich glaube, dass man gut daran tut, wenn man in der Lage ist, eine Distanz herzustellen, auch zu wirklich schlimmen Schicksalen, um immer noch in einer gewissen Ruhe und Ausgeglichenheit Dinge zu entscheiden. Aber genauso oder vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger ist die Fähigkeit, sich genau diese Sachlichkeit und diese Nüchternheit hier und da auch mal wieder abzutrainieren, in der man dann wirklich nochmal wieder drüber nachdenkt, warum wollte ich denn mal Politiker werden? Was sind denn wirklich die Probleme, die da drüber stehen? Und kann man diese ganz einfachen Fragen nach Gerechtigkeit auf der Erde, kann man die wirklich immer ausblenden, indem man sagt, die Welt ist komplizierter als die Frage, warum Kinder ertrinken? Ja, vielleicht ist sie das, aber vielleicht ist die Notwendigkeit, dann eine komplizierte Antwort auf eine komplizierte Frage zu finden, die am Ende zu einer tatsächlichen Lösung führt, noch viel, 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 viel wichtiger. Deswegen finde ich das schon total gut zu sagen, ein Politiker, der soll eben beides haben, Verstand und Herz. Und wie das dann zusammenkommt. Ich finde halt auch, jemand, der Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden will, der muss sich natürlich jederzeit jede politische Frage gefallen lassen. Der muss ja Antworten finden auf die Fragen, die sich gerade politisch stellen. Ich finde da, das ist auch das, was, wo ich so finde, dass, damit muss doch jeder abkönnen. Jemand, der für 80 Millionen Menschen sprechen will, der muss sich doch äußern, der muss doch seine Positionen jederzeit vertreten können. Und da wird ja auch nichts gefragt, wie du auch richtig sagst, was nicht in jeder anderen Talkshow gefragt wird. Und es ist doch kein Problem zu sagen, wie man über die Dinge denkt. Das ist doch Politik, das ist doch Meinung und das ist doch ja, genau vor das, worum es geht. Vor allem, wenn man es mal weiterspinnt, also es gibt ja diese, wie ich finde, schöne Geschichte, dass Angela Merkel bekannt ist, dass sie Hunde nicht mag. Also um Gottes Willen, bevor ich da was falsch, sie hat Angst vor Hunden. Sie hat Angst vor Hunden, genau. Und dann ist sie, das wusste auch Wladimir Putin immer. Also war jede Gelegenheit, wo er ein Gespräch mit ihr hatte im Kreml, da wurden die Hunde in das Büro rein zufällig geführt. Unangeleint. Unangeleint sind die da, da um die Beine rumgeschlichen und haben, ne? Also mit solchen Tricks. Und ich finde halt dann auch so spannend zu sehen, wie man dann auch mit Kindern umgeht, ob man darauf eine Antwort hat, ist in ganz, 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 ganz kleinem Fall mal so ein Training, sagen wir mal, wie so eine andere Art der Gesprächsführung auch ablaufen kann. Und also, das finde ich interessant zu sehen. Der Unterschied ist vielleicht, wenn man da irgendwie zu G20 geht oder da einen Termin im Kreml hat, da geht man natürlich mit anderen Erwartungen rein als in so ein lustig ausgeleuchtetes Kindertipi. Mhm. Da ist schon eine andere Stimmung, glaube ich, in Moskau. Aber ja, wie gesagt, die Stimmung kann sich immer schnell ändern und ich glaube, die, und muss ja auch sagen, beeindruckende Fähigkeit von PolitikerInnen ist ja, einfach ganz schnell reagieren zu müssen und zwar immer, ja. Also wenn ich mir heute Morgen vorstelle, als ich heute das erste Mal auf die Uhr geguckt habe, da hätte ich jetzt irgendwie entscheiden müssen, was jetzt in dieser oder jenen Frage ganz schnell mal eben gemacht werden muss, weil irgendwo anders auf der Welt halt eben gerade nicht 5 Uhr morgens ist. Das würde mir sehr, sehr schwer fallen und man muss auch sagen, bei aller Prüfung, der sich diese Kandidaten jetzt unterziehen müssen und Kandidatinnen natürlich, Annalena Baerbock, die nächste Woche im Interview bei uns sein wird, bei Late Night Berlin und genau dieselbe Situation erleben wird, bei all denen, finde ich, muss man auch so ein bisschen Verständnis dafür haben, dass es eigentlich auch eine unmenschliche Belastung ist, die jetzt eigentlich im Wahlkampf darauf einwirkt, weil natürlich alles hochgezogen wird, alles größer gemacht wird, währenddessen eine krasse körperliche Belastung noch mit hineinkommt. Das muss alles klappen und so. Ich finde aber, hier und da mal Nerven zu zeigen, also da ist mir lieber, da sagt mal einer, ich habe mich jetzt aufgeregt und dann ist auch gut. Ich war mal bei der, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber es gab mal früher eine ein Format, das hieß TV Total Bundestagswahl. Schon lange her, da hat Stefan, fand ich immer ganz gut, jetzt nicht die Kanzlerkandidaten gehabt, sondern eigentlich immer so andere Top-Leute aus den jeweiligen Parteien, aus, ich glaube, aus 4 Parteien.
Und die haben dann miteinander diskutiert und dann konnte man abstimmen und dann gab es so ein repräsentatives Ergebnis für den Abend, wer zumindest dort dann die Nase vorn hat. Das war dann meistens kurz vor der tatsächlichen Bundestagswahl. Und da war mal in seiner Funktion noch als SPD-Vorsitzender, aber nicht Kanzlerkandidat, Franz Müntefering, SPD-Urgestein, der war da zu Gast und ich war auch mit da und habe das also mitbekommen und habe das alles auch hinter den Kulissen miterleben dürfen. Und der ist nach der Sendung rausgegangen und ist irgendwie in so eine Ecke gegangen und hat erstmal so eine halbe Flasche Wasser getrunken und hat so rumgegrummelt und hat irgendwer gefragt, Franz, was ist los? Und hat er gesagt, ich habe eine Wut im Bauch. Und das werde ich nicht vergessen. Und dann hat er gesagt, ich habe mich so aufgeregt über den Gysi. Und dann hat er tatsächlich auf der politischen Bühne dieser Sendung und in der Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema, was dort besprochen wurde, das war so ein großes Thema, das damals die Linke ja eigentlich sich komplett darauf eingeschossen hat, nur die SPD, also eine Partei, die ihr programmatisch näher ist als zum Beispiel die CDU, zu kritisieren, um eben dort Leute rüberzuziehen und insgesamt wahrscheinlich eben diesen Flügel des politischen Spektrums zu schwächen. Das war so ein interner Konflikt, den es damals gab, über den sich alle aufgeregt haben. Und dann war das aber auf dieser Bühne und danach haben die sich ganz nett miteinander unterhalten. Und also wirklich anständig und vernünftig und dann war das auch wieder okay. Aber der brauchte seine Zeit, der war einfach wütend, 10 Minuten. Und hat es aber danach auch wieder geschafft, nicht wütend zu sein. Und das habe ich so beobachtet und da denke ich immer dran und denke, so muss es eigentlich sein. Klar regt man sich auf, jeder guckt, was er kann. Aber es ist auf der einen Seite politischer Idealismus, aber eine gewisse faire Sportlichkeit gehört auch mit dazu, weil es nun mal eine künstliche Situation ist, die man absichtlich erschafft, weil irgendwann am Tag X diese Wahl sein wird. Und alles davor ist eine künstliche Rampe dahin und jeder sieht natürlich zu, dass er seine Tabletts da in der Hand hält und da möglichst wenig runterfällt. Das ist der Plan. Jakob, du warst ja bei den Kinderinterviews dabei, ne? Mhm. Wie war denn da so die Stimmung? So kannst du vielleicht mal so einen Eindruck geben, wie die Atmosphäre da war? Ich kann schon total Klaas Einordnung da teilen, ne? Also da kommen dann schon die Kandidaten und man merkt denen an, dass die wirklich extrem volle Tage haben, die teilweise früh morgens beginnen und spät in der Nacht zu Ende sind. Die gehen von einem Termin zum nächsten, rauschen dann da an mit den großen Autos, kommen rein, gehen eigentlich nur kurz in die Maske, sagen dann den Kindern Hallo und dann geht's los. Also die müssen dann schon in ihrem Tagesverlauf sich ständig auf neue Situationen einstellen. Das ist, glaube ich, schon die Herausforderung. Mhm. Die Stimmung nach den Gesprächen, die wir bisher jetzt hatten, also das Gespräch mit Scholz und Laschet, was auch gestern zu sehen war, war vorher gelöst und nett. Mhm. Und danach hat man sich sehr, sehr förmlich professionell verabschiedet, förmlich distanziert verabschiedet. Mhm. Und in beiden Fällen. In einem Fall war es dann auch noch ein bisschen unterkühlter sogar. Mhm. Naja. Also es war, aber gut, es ist so aber keine das Situation, ja wo man sagt, es war keine Situation, wo man jetzt sagt, gehen wir jetzt noch einen Kaffee trinken, weil es so nett war. Nee. So nicht. Naja. So nicht. Es ist nicht so, aber es wäre ja auch die Zeit nicht gewesen, ne? Muss man ich auch kann sagen. Mir vorstellen, dass ja nicht so eine Cappuccino-Stimmung ausgebrochen ist. Genau, das meine ich. Es gibt doch so. Dass man nicht sagt, Leute, wo gehen wir jetzt noch hin? Ne? Genau, es gibt auch so Meetings, wo man sagt, wollt ihr noch mit zum Mittagessen kommen und trinken wir noch einen Kaffee? Es war so nett und so schön und so inspirierend. So war es jetzt nicht. Mhm. Ist mir aber ehrlicherweise im Bild zu bleiben von dem, was ich gerade erzählt habe, ist mir lieber, da gibt es dann da echte Gefühle, die dann irgendwie, naja, sich irgendwann noch wieder verflüchtigen im Verlauf des Tages oder mit neuen Informationen oder weiß der Kuckuck, das kennen wir auch, ne? Wenn es irgendwie eine Nachricht gibt, über die man sich jetzt nicht so freut und so, da ärgert man sich, dann eigentlich merkt man aber erst, ob man für das, was man da tun muss, gemacht ist, ob man es schafft, sich davon nicht runterziehen zu lassen und irgendwie, ohne dass man das jetzt einfach so zur Seite drückt und einen das dann überraschend wieder einholt, sondern es tatsächlich für sich im Kopf erledigt, so, ob man das hinkriegt, das ist eigentlich, na wie soll man sagen, mit guten Gefühlen und Glückseligkeit umzugehen, ist jetzt, da braucht man ja nicht so viel Talent für. Ach so. Aber Jakob, war das bei Müntefering, also das Team, zum Beispiel jetzt Laschet, dass die sich einfach vielleicht rausgegangen sind, haben für sich so ein bisschen rumgekrummelt und haben dann gesagt, da haben wir aber was anderes erwartet. Und dann haben sie dich am nächsten Tag vielleicht angerufen und haben gesagt, das war ja doch ganz schön mit den Kindern. Und war das dann so? Haben die den Druck abgelassen und dann war alles gut? Ja, so in etwa war es. So. So, wisst ihr, was ich, soll ich euch mal ein Comedy-Guilty-Pleasure verraten? Unbedingt. Wollt ihr mal hören?
Ja. Was von mir ein Comedy Guilty Pleasure ist. Ja. Weil es gibt ja manchmal Sachen, da denkt man, wieso finde ich das denn jetzt witzig? Warum bin ich denn so unglaublich anzündbar auf dieser Art von Humor? Ja. Oh, kennt da ihr das? Auch, ja, da habe ich auch einiges. Ja, das ist zum Beispiel, was ich aber nicht sagen, erzählt, weil ich mich so schäme. In dem Film Erna kommt, wenn Heinz Erhardt da tanzt und so, und da könnte ich Tränen lachen. Mhm. Und ich weiß nicht, wieso. Und was ich jetzt gemerkt habe, wahrscheinlich kommt das aus meiner Kindheit, weil ich das immer so beeindruckend fand, ich bin unglaublicher Fan von Bauchrednern. Wie bitte? Ja. Moment. Das finde ich. Mit so Puppen oder was? Ja, mit so Puppen. Das finde ich unglaublich komisch. Hier ist Sascha Krammel und so. Ja. Und der Marek hier, dieser, wie heißt der, Marek Dingenskirchen? Nee, das ist ja so, der macht ja so Punk, das ist ja, ich weiß, ja. Das ist ja zu Anarcho, ne? Das ist mir zu weit weg von dem, was ich eigentlich meine. Das ist ja praktisch, eigentlich ist das ja schon die Metaebene hinterm Bauchredner-Dasein, ja? So, das ist mir zu punkig. Aber Sascha Krammel findest du gut. Sind die Ehrlich Brothers auch Bauchrednerpuppen oder sind das echte Menschen? Nur so zum Verständnis kurz. Nee, die haben sich gegenseitig, also genau, die steuern sich praktisch gegenseitig. Ah ja, okay. Ja. Aber ja, so genau, Sascha Grammel gibt es in Deutschland. So viel mehr so Bekannte gibt es eigentlich gar nicht in Deutschland. Es gab früher halt immer so welche, die im Karneval aufgetreten sind. Die ja, hatten dann so eine die Art mochte ich auch. Ja. Und daher kommt das. Die hatten so eine Art Lama dabei und dann war immer, also das Tier war dann immer super frech und hat am besten das die Leute beleidigt. Und der Mann dann, also der dann, warum auch immer mit dem Viech dann unterwegs ist, ich weiß nicht, was die Story ist, was die mir erzählt haben, warum die da jetzt zusammen unterwegs sein müssen. Ja, vor allen Dingen, weil die sind doch auch ein völlig ungleiches Paar. Die sind ständig im Widerspruch miteinander. Naja, und dann ist aber so, dann dieses Viech ist dann so frech und beleidigt dann irgendwie die Leute, die da sitzen, und dann sagt der Bauchredner, also das kann man so nicht sagen. Also wirklich, also das kann ja wohl, das habe ich ja gerade mal überhört hier. Aber wenn die das gut machen und dann und praktisch der Mann redet und währenddessen guckt das Tier woanders hin, da lache ich mich tot. Klar, oder wenn die sich so wirklich angucken. Wir brauchen so eine Puppe für den Büroalltag. Ja, ich glaube auch, dass man da mit der Puppe die Wahrheit sprechen kann. Das ist tatsächlich eine Methode auch für Kinder, die unzugänglich sind, ja. Das ist eine therapeutische Maßnahme, ja. Dass man wirklich mit Puppen das probiert, um einfach Vertrauen aufzubauen, wenn die Kinder eine Scheu haben, mit Erwachsenen zu reden. Vielleicht wäre es für mich eine Möglichkeit, besser mit Kritik umzugehen, wenn ihr mir das mit einer witzigen Puppe erzählt. Also Klaas, dieses Interview hast du ja komplett versammelt. Was? Das kann man doch wohl nicht. Nee, ich würde ein Brainstorming nutzen. Raudi, deine Idee ist richtig beschissen. Na, aber Fridolin, der Rauli gibt sich Mühe, der arbeitet hier seit 10 Jahren und der hat bestimmt keine beschissene Idee. Doch, so eine Affenpisse habe ich in den letzten 10 Jahren noch nie gehört. Rauli soll sich mal schämen. Na, da muss ich doch nicht schämen für die Idee. Aber das ist mega, das mache ich. Ja. 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 Ja, sowas. Das ist die. Aber was ich auch will, was ich dann beeindruckend finde, ist ja, was ich immer wieder toll finde, ist, wenn in unserem Bereich, was wir ganz selten sehen, gerade in unserem Fachbereich, ist Talent. Also, dass einer wirklich was kann, was will die andere nicht können. Und Bauchreden ist ein Talent. Ja? Ich will nicht, dass euer Mund sich bewegt. Ihr müsst ganz klar und deutlich sprechen, ohne dass ich das sehe. Also ich will jetzt nicht so wo irgendwie die Professionalität aufgefüllt wird mit Engagement wie so ein Krankenhausclown. Das möchte ich nicht. Das soll wirklich gut sein in der Sache selbst. Wie ist es denn, also wünschst du dir jetzt vielleicht zum Geburtstag, dass Schmidt und ich da so eine riesen Bauchrednernummer aufführen? Oder willst du vielleicht zum Geburtstag einen Bauchrednerkurs bekommen? Wo soll die Reise hingehen? Mhm. Sollen wir mal so einen Bauchrednerkurs mal machen? Da hätte ich Lust zu. Also würde ich machen, ja. Ja, aber Schmidti muss mit. Ich muss doch da nicht mit. Da, selbstverständlich musst du da mit. Sind eure blöden Kameras dabei? Oder? Ja, selbstverständlich müssen das dokumentieren, Wir müssen die Fortschritte dokumentieren. Das ist mir auch viel zu peinlich, wenn wir da ohne Kameras hingehen. Kameras sind doch die beste Ausrede dafür, dass man irgendwas machen kann, weil man normalerweise sagen würde, ich schäme mich hier zu Tode. Also ist es jetzt ein Deal, dass wir zu dritten Bauchrednerkurs machen? Beim richtigen Profi, das muss so eine richtige Kichererbse sein auch, ne? Das muss so ein richtig, dem muss die gute Laune vorne in der Nasenspitze sitzen, das ist mir ganz wichtig. Aber bin auch gespannt, was der uns dann für Tipps gibt für die Puppen, wen die so beleidigen könnten und so und wie man müssen gut beleidigt. Müssen wir uns dann auch hinsetzen und so einen Charakter uns ausdenken natürlich, wie verhält sich mein... Der muss konträr zu dir sein, Schmidt. Das bringt nichts, wenn du dir so ein schlecht gelauntes Arschloch da aufs Knie setzt. Weil Schmidti ist es andersrum. Schmidti hat eine ganz seriöse Puppe, die gut gelaunt ist. Ich habe so einen Ralf Schmitz auf dem Knie. Nein, du hast eine gut gelaunte Puppe. Deine Puppe sagt immer nur nette Sachen. Also wenn du verstehst, Schmidti, also...
Die sagt dann so, oh, ihr seht ja ganz bezaubernd aus, schön, dass ihr da seid. Und dann kannst du sagen, Leute, leg mich am Arsch, fickt euch. Aber Schmidti, so kannst du auch mit den Leuten nicht reden. Also so wird es eher sein. Ja, ja, ja. Bei dir wäre es andersrum, ja, genau. Ja. Sag mal, was wäre bei dir für eine Puppe, was wär dein, also das könnte ich ja vielleicht eher sagen, also du müsstest eigentlich jemanden haben, der sehr cholerisch so wahrscheinlich. Ja, nee, oder einer, der mal so 5 Grade sein lässt. Wie bitte? Weißt du, so ein Hang-Loose-Typ, der jetzt nicht irgendwie so ist. Der Ananasmann auf dem Boot, ne, der hat schon oft genug Hang-Loose gemacht. Ne? Stimmt, ja. Das ist auch der unsere Weg. Stimmt, ja, also ja, man könnte dir praktisch, man könnte dir als Kontrapunkt nicht mal einen Swinger auf den Schoß setzen. Absolut nicht. Nee, du brauchst nicht jemand ganz Demütiges, brauchst du auf dem Boot. Stimmt, ach, ein dankbarer Mensch, einer, der dankbar ist. Mensch. Na klar. Ja, bescheidener, dankbarer Mensch okay. auf dem, ja, das ist cool. Ja, einer, der immer sagt, oh, ist das toll hier, oh, dass ich hier sein darf. Und dass ich für euch arbeiten darf, das ist toll. Apropos Dankbarkeit, meine lieben Freunde, jetzt wollen wir das Ganze mal umdrehen, ne? Jetzt habt ihr mal Ruhe hier im Puff. Wir haben heute am Freitag, wo dieser Podcast erscheint, erfahren, dass Baywatch Berlin für den Comedy-Preis nominiert ist und dass wir eingeladen sind, wie letztes Jahr auch dankenswerterweise, ins Kölner Kolonium. Mit der gesamten Kölner Comedy-Branche dürfen wir dort einen schönen Abend verbringen, ne? Und dann frage ich hier in die Runde, ja, wie machen wir das? Wollen wir da zusammen mit dem Auto hinlaufen oder wie wollen wir die Reise angehen? Der eine, hier unseren Schmidti, der ist, er kann nicht. Er kann einfach nicht. kann nicht. Ja. Der andere, ich habe auf die Uhr geguckt, ich kann nicht. Ja. Hat auch gemerkt, Mensch, es wird ganz schwierig, das umzusetzen. Das heißt also, es sieht gerade danach aus, dass ich da alleine hinfahren werde. Und jetzt sage ich euch mal eins. Ich werde da wahrscheinlich hier mit Pfeife und Kult-Konzi sitzen, ne? Wow. So. Und zur Strafe, dass ihr wahrscheinlich nicht mitkommt, ne? Ich lege nicht. Unseren. Ich weiß, ihr könnt ja nicht, das ist ja akzeptiert. Aber ihr werdet nicht ohne Strafe da wegkommen. Ich lege den guten Ruf von unserem Podcast, werde ich dort absichtlich in Schutt und Asche legen. Und zwar ist es so, ich kann mich selber, ich bin auch schon, also hier hetze ich zwar gerne, auch gerne über Kollegen, ja, aber im direkten Gespräch bin ich sehr harmoniebedürftig. Das heißt also, wenn da die ganze Kölner Branche ist, werde ich mich da in einer Nacht mit allen befreunden und verkumpeln und ich werde mich für alles wortreich entschuldigen und die umarmen und da so richtig Party machen. Als erstes werde ich gehen zu Ralf Schmitz und noch bevor der sich beschweren kann, dass ich sein Katzenbuch hier so in den Dreck gezogen habe, werde ich ihn umarmen und sagen, Mensch Ralf, schön, dass du da bist, wir sind ja praktisch auch Kollegen, du bei Sat.1, wir hier bei Pro7 und dann drücke ich den und dann verbringe ich den ganzen Abend mit dem. Dann gehe ich rüber zu Bülent. Dann sage ich, Bülent, klar, diese Nummer mit den Haaren, die ist jetzt vielleicht nicht was für einen Satiregipfel, aber die finde ich richtig klasse. Und wenn du dann so die Haare aufmachst und dann so Mann im Schreis und dann kommt so ein Rockgriff und dass du das seit 10 Jahren so durchziehst, Hut ab. Hut ab, sage ich dann. Dann gehe ich zu Mario und dann sage ich, Mensch, diese ganzen Nummern, Mann, Frau und so, ne, die so doch aus einer sehr chauvinistischen Perspektive alle geschrieben sind, auch die haben natürlich ihre Berechtigung. Klasse, Mario, mit dir möchte ich gleich eine Zigarre rauchen. Und so arbeite ich mich da durch den ganzen Saal. Auch Guido Kanz? Ja. Zum Guido gehe ich auch, ja. Sicher. Könntest du mir dann, wenn du das schon machst, dass du, ich möchte ja, dass, wenn das... Ich hör jetzt bei dir schon die nackte Angst, Klaas. Mhm. Das gefällt mir. Ich überlege, wie wir Mediawert rausschlagen können, ja? Wir wollen, also du weißt doch, Mediawert, weißt du, ne? Was heißt das? Naja, man kann sich eine Anzeige buchen in der FAZ oder in der Bunden, je nach Inhalt, ja? Und dann kostet das Geld. Ist sehr teuer. Ja. Wenn man jetzt Werbung machen will zum Beispiel. Das ist sehr, sehr teuer. Muss man kaufen, davon leben. Meinst du im Podcast, ne? Zum Beispiel jetzt? Ja, so für irgendwas so. Und deswegen gibt es ja diese ganzen roten Teppich-Events. Warum? Also das ist praktisch ein sich selbst ernährender Organismus, dieses ganze Ding. Weil man eben, wenn man jetzt zum Beispiel einen Prominenten neben etwas stellt, zum Beispiel ein Auto oder eine Praline oder zum Beispiel einen Podcast jetzt im übertragenen Sinne, ne? Was steht da drunter, wer du bist, was du machst? Dann wird man also abfotografiert für Klatschblätter und ist dann hinten da drin und hat dann zum Beispiel eine ganze Seite einfach so, ohne dass man jetzt eine Werbung kauft. Das ist die ganze Idee von so roten Teppichen, wo hinten dann diese ganzen Produkte draufstehen, weil man eben dann einen Wert umgeht, indem man dann einfach dann so Werbung machen kann, weil da stellt sich ein Promi davor, daneben ist das Logo von was weiß ich, irgendeinem Auto und dann ist das da in der Zeitung. Ja, das stimmt. Das ist,
So, aber ist ja ich logisch, weiß gar nicht, ne? Worauf du hinaus willst. Was hat das alles mit meinem Besuch beim Comedy-Preis wohl zu tun? Ich möchte, wenn du da schon bist, möchte ich, dass du dir dass du das machst, was man macht auf roten Teppichen, um aufzufallen und möglichst oft fotografiert zu werden, damit du Werbung machen kannst mit diesen Fotos, dann in diversen Magazinen. Von der Closer bis zur Gala will ich, dass du da unterwegs bist. Und deswegen möchte ich, dass du einen sehr auffälligen Anzug anziehst. Das wollte sowas, ich, ja, das mache ich auch. Christian Oberfuchshuber, ein deutschlandweit bekannter Warm-Upper, also jemand, der das Publikum einheizt, bevor die Show losgeht, solche Menschen gibt es, und das ist einer, der wirklich sehr gut ist, und sein Markenzeichen sind verrückte Anzüge, zum Beispiel ein Anzug im Testbild. Ja, der ist Fernsehen sehr schick, arbeitet. Ja, genau. Sowas möchte ich, dass du das anziehst, wirklich, dass Dirk Bach stolz auf dich wäre. Silberne Schuhe, einen flimmernden Anzug, und dann musst du Faxen, sogenannte Faxen machen auf dem roten Teppich. Ah, das mache ich. Hochspringen. Ja. Genau, ich mache das, wo man so hochspringt und einen Zeigefinger in die Luft macht. Ja, Füße, ne? Die Füße so anzieht. Ja, sehr gut. Ja, das machen Leute immer, weißt du, und man denkt ja immer, der rote Teppich, da kommt man also irgendwie so direkt aus dem Himmel, wird man da hingefahren irgendwie mit einem Maybach, dann kommt man da raus, wird beklatscht von allen Leuten, kriegt am Ende Champagner in die Hand gedrückt, noch einen Preis, dann geht's auf die Party, da lernt man dann Prominente kennen und dann geht's wieder ins Acht-Sterne-Hotel. Das ist die Vorstellung von Menschen von so einer Veranstaltung. Die Wahrheit ist, ja, so ist es ja auch in Amerika. Ja, aber man wird normalerweise mit dem Fahrservice abgeholt, der eben am meisten Geld geboten hat. Das ist auch gern mal dann so. Das ist Ford, ist es, glaube ich, beim Comedy-Preis. So ist es. Und dann wird auch praktisch über diesen Kanal mal gezeigt, dass auch praktische Autos nicht schlecht sind. Naja, wird man da hingebracht. Und dann ist es aber so, meistens ist am roten Teppich dann Stau. Das heißt, da stehen also alle schön in einer Reihe hintereinander und dann steht man wirklich so da hinter Verona Poth oder so und wartet, bis man dran ist mit prominent sein. Im Promi-Stau praktisch. Ja, man ist im Promi-Stau gefangen, so. Und steht dann da, und dann gibt es immer die Leute, die einfach nicht mehr aufhören. Ne? Also die dann die ganze Zeit da rumhüpfen, nochmal so tun, als hätten sie was vergessen, und dann nochmal zurück anfangen, und dann nochmal vorne anfangen und nochmal hier, nochmal in jede Kamera und auch alles machen, was die Fotografen sagen. Die hören ja auch nie auf, praktisch weitere Posen zu verlangen. Ja. Und so, und das nervt natürlich, weil der Nächste, der da steht, steht praktisch schon, der wird gesehen von allen, so, und ist dann schon in der Reihe, ist nur noch nicht auf den Fotos. Mhm. Und erst wenn der eine weg ist, kommt dann der nächste rauf und so, der aber praktisch sichtbar für alle da wartet. Sehr unwürdiger Moment. Und dann kann es dir passieren, dass hinter dir dann ein richtiger Star, zum Beispiel aus Amerika, aussteigt. Ja, also keine Ahnung, dann kommt auf einmal so Nicole Kidman, ja. Willem Dafoe oder so. Ja. Ja, das wissen natürlich alle, weil es gibt nur einen richtigen Star auf der Veranstaltung und der kommt dann irgendwann. Das kann auch mal, wenn man Pech hat, irgendwie Mick Hucknall von Simply Red sein. Oder bei dir Felix Lobrecht. Ja, zum Beispiel. Stell dir das vor, du steigst da aus, genau. Fall scheiße die Hackis hinter dir. Ja. So, und dann ist es so, in dem Moment wirst du von den Leuten wirklich runtergefegt. Dann heißt es, verpiss dich, da kommen richtige Stars, hau jetzt ab, steh nicht im Bild. Und dann heißt es, Klaas, geh zur Seite, da kommt Nicole Kidman, geh aus dem Bild raus, damit die das besser verkaufen können und so. Und da wirst du wirklich wie so ein alter Hund, wirst du da vom roten Teppich getreten. So, und dann kannst du froh sein, wenn du noch eine Cola Light kriegst. Wie ein Seniorenpferd praktisch, kann man sagen. Wie ein altes Seniorenpferd, aber ohne Patenschaft. Und dann kommst du da hin und dann kriegst du irgendeine warme Cola, wo die Eiswürfel sich schon so wässrig so aufgelöst haben. Ja. Das ist dann dein Abend. Für mich waren immer die schlimmsten Momente, wenn ich dann auch meistens mit Joko und Klaas zu einer Veranstaltung gefahren und ich durfte dann auch in die Limousine einsteigen, weil sie mich protegiert haben. Ne? Und dann, doch, der gehört wirklich zu uns. Komm, das ist kein perverser Fan. Ja. Und dann sind wir da immer irgendwann vor den roten Teppich gegangen, ne? Und dann macht Joko reißt da auf und er hat da leuchtet ja der ganze rote Teppich, wenn er rauskommt. Und da ist schon ein Geschrei. Bei Klaas auch. Und bei Klaas, der kommt dann auch hinterher und das ist dann auch Geschrei. Und dann komm ich und ich habe gemerkt, ich habe dieselbe, also wenn wir in Venezuela oder so aus einem Hubschrauber ausgestiegen sind. Das ist dieselbe Haltung, die ich da hatte. Nämlich Kopf runter, dann so irgendwie die Frisur noch schützen und dann ganz schnell Deckung gehen, dass man aus den Rotorblättern da rauskommt, weißt du? Ja. So, und mit genau dieser Haltung bin ich immer aus diesen Limousinen rausgekommen. Und dann so neben dem roten Teppich, und da habe ich meistens erstmal eine geraucht, um so zu machen, also ich gehöre nicht mal
insofern dazu, dass ich parallel zum roten Teppich mitlaufe, sondern ich gehe erstmal in so eine Raucherecke und dann irgendwann nach 10 Minuten hat mein Herzschlag sich wieder beruhigt und dann bin ich in die Veranstaltung. Ja, man schämt sich dann für die eigene Unbedeutenheit. Ja, du musst nicht so machen, als wären wir gleich. Du findest es nämlich auch geil, auf den roten Teppich zu stehen. Nein. Es gibt keinen Grund, warum fährst du alleine zum Comedypreis? Ja, stimmt eigentlich. Aber wisst ihr, was ich auch mal sehr gut finde, was man sich immer sehr gut angucken kann, wenn man interessiert ist an Menschen und wissen will, wie die so sind. Meine Bauchpuppe ist das. Dann ist es ja immer gut, dass man die so beobachtet. Und ich finde es ein sehr verräterisches Moment und manchmal sieht man das. Manchmal stehen also am roten Teppich nicht nur Fotografen, sondern eben auch Kameras, ne, die dann halt so diesen ganzen Prozess da filmen. Und je länger die auf einer Person sind mit der Kamera, die gerade posiert für Fotos. Ne? Also das heißt, sie hat im, oder er, ja, also Mann oder Frau, haben im Kopf, wie sie auf dem Foto aussehen wollen. Das Bein so, den Kopf so, hier ein bisschen das Kinn hoch und ein bisschen so neckisch hinter der Schulter hervorgeschaut und so. Mhm. Und dann haben die so ihre 6-7 Posen, in die sie sich so reindrehen und praktisch mehr oder weniger mit der Pose auch so ein bisschen so ein Gefühl herbeilügen, was in dem gedrehten Material, auf dem Film später nicht zu sehen ist. Also man guckt sich nachher das fertige Foto an und denkt, ah ja, so war das gemeint. Aber es ist extrem verräterisch, das zu sehen, wie sich jemand in Pose stellt. Da lernt man viel über Leute. Hast du keine Pose auf dem roten Teppich? Doch, immer dieselbe. Ich gehe da hin und dann lächle ich freundlich und dann gucke ich überall einmal hin und dann gehe ich weiter. Aber ich bin du hast ja so immer gut die Hände nie in den Hosen. Sowas. Du hast die Hände, ja, in den Hosentaschen und dann wird so ein bisschen, du wippst dann so auf den Zehenspitzen und, ja, und grinst. Schelmisch. Ja, klar. Ja, ich finde das ja auch gut, wenn mich alle fotografieren. Aber ich... aber ich will das dann auch nicht so übertreiben, ist dann so peinlich, wenn ich denke, ach, da hinten kommt Iris Berben, ja, nur ist sie dran. Mhm. Und dann gehe ich. Ja, jetzt bin ich doch von diesem, ja, diesem Revue passieren lassen, wie sowas eigentlich abläuft, doch ganz schön runtergekocht, muss ich sagen. Also ich überlege jetzt noch, ob ich dann da hingehe, weil es ist ja auch eh so, ja, guck mal, wir gewinnen nicht und deswegen exakt, ist es vollkommen, ja, es okay, dass der Verlierer von uns da hingeht. Nein, du, also ich finde schon, dass du da hingehen kannst und dass du ein bisschen als Außenminister, als Diplomat da mal so ein bisschen Brücken baust. Ja, aber das Ding ist, also... Ich gehe am Wahlabend Konrads-Adenauer-Haus und probiere Wunden zu schließen. Es ist ja so, es ist ja klar, dass... also bei der Konkurrenz auch, ne? Also herzlichen Glückwunsch auch an alle, die da mit uns nominiert sind. Alles fantastische Podcast. Da ist für uns eh nichts zu holen. Das heißt, im besten Fall habe ich einen wahnsinnig tollen Abend, aber es ist ja auch der Comedy-Preis, ne? Ja, du musst nur aufpassen, wenn du nicht mit uns da bist, welchen Nachbarn du hast, dem du was während der Verleihung ins Ohr flüsterst. Ja, Pfeife oder was? Wieso? Wir loben doch nur. Das kann hart ins Auge gehen. Ne? Wir loben doch nur. Wenn du so, ja stimmt. Was ist mit Pfeife dann, und Konsti? Ja. Die sind doch dann da, die kannst du doch da voll quatschen. Kommt ihr mit? Ja, aber die werden doch da nicht in den Saal gesetzt. Konstantin Pfeife nicken. Ja. Ja, also allein werde ich da nicht sein müssen. Ne? Und ich meine, die Branche ist ja eine einzige Familie. Das muss man ja auch sagen. Ich feiere in ganz warmen familiären Shows. So eine Familie wie bei Logan Roy, ne? Ja, also wie bei Succession, so eine ganz warmherzige Familie eigentlich. Jeder ist ja nur am Gönnen. Keiner kommt ja aus dem Gönnen raus. So muss man das ja beschreiben. Ja. Ja, naja, gut. Ich habe noch eine Frage, ne? Aber ich habe das Problem, also die geht jetzt an nicht an den Promi. Pfeife, kann ich über einen Bumper einfach was drüber sprechen? Dann versuche ich das mal. Fragen an das Kaffeearsch noch. Was? Pack's Handy weg, jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja, sehr gern. Ja. Ich kann ja leider nicht zum Comedypreis kommen und das hat einen Grund. Ich habe an diesem Tag Geburtstag und ich werde nicht im Land sein. Mhm. Und ich habe mir mehr oder weniger selbst was geschenkt. In Zusammenarbeit mit Joko, der mir da zwar jetzt, der war mir behilflich, dieses Geschenk in die Tat umzusetzen. Und zwar werde ich erstmals in meinem Leben in ein wirklich, wirklich außergewöhnlich gutes Restaurant gehen. Und mein Traum ist. Drei Sterne. Und eigentlich kriegt man keinen Sitzplatz und Joko hat da was irgendwie geregelt und jetzt bin ich da auf einmal in einer Welt, die deine ist, möchte ich sagen, normalerweise. Nee, 3 Sterne ist mir zu fancy, Schmidt. Ja, okay. Mich gar nicht ist mir aus. Egal, ich habe Geburtstag. Ich kann mir das ja wohl gönnen. So. Und dann habe ich da jetzt irgendwie diesen Platz ergattert und werde mich da irgendwie reingaunern. Weil das muss man vielleicht wirklich sagen, ne? Also bei diesen Sterne-Dingern, da rufst du nicht an und sagst, nächsten Freitag hätte ich gern, sondern da teilweise hast du ein Jahr,
musst du drauf warten, gerade am Wochenende, ne? Ja, in dem ist es, glaube ich, sogar theoretisch sogar noch ein bisschen länger. Also es ist wirklich reines Glück und so eine Once-in-a-Lifetime-Experience, ja, dass ich da irgendwie ein Wo gibt's das? Bei Jochen Schweizer oder wo hast du das? Ja, bei MyDays. Das ist ein ganz feiner McDonald's, um den es geht. So. Ist ja, wie gesagt, das mache ich ja nicht jede Woche, sondern einmal im Leben und ich musste irgendwie... Jetzt hör auf dich zurecht, ist es doch völlig legitim. Ja, siehst du, in deiner Welt. So, ich habe ein schlechtes Gewissen, aber schlechtes Gewissen. Ich habe mich auch gefreut und auf einmal so ganz aufregend, oh Gott, ich komme in dieses Restaurant, ne? Und das ist ja jujuju. Und dann geht die Recherche los. Und dann habe ich aber gesehen, die haben unter den Gängen, die da serviert werden, auch sehr experimentelle Sachen. Mhm. Wo ich jetzt so, also ich bin ja ein Freund einfacher Küche, bei mir darf es auch mal das Schnitzel und die Bratkartoffeln sein. Ja, sicherlich! Ja. Und auch mal den Curry, eine mit, eine ohne Darm. Ja, so ähnlich, ne? Und ich bin da auch, ja, also ich bin da auch bereit, mich auf ein Geschmacksexperiment einzulassen, aber da habe ich jetzt so Bilder gesehen, dass die teilweise auch in den Gängen so Experimente machen. Wie, was? Also passen dir da die Gewürze nicht, oder was? Also das ist das, was man so im Dschungelcamp serviert bekommt. Bitte? Das ist sehr nah da dran. Zum Beispiel, ja, es Verarschen steht, die dich doch? Nee, es steht jetzt aktuell, man weiß ja nie genau, wie das Menü zusammengesetzt wird und so, aber es deutet auf eine Penissuppe hin. Lecker. Und auf... Es ist keine Metapher, dass da vielleicht viele Männer an dem Abend sind, sondern es ist ein Gericht. Nee. Ja. Ja. Also es heißt nicht, dass viele Männer im Schwimmbad... Nee. Und dann gibt es auch so aus der, so vielleicht aus dem asiatischen Raum so ein bisschen angelehnt, so einen riesigen, dicken, fetten, schwarzen Waldkäfer. Ja, Moment, so jetzt, du kannst doch nicht über eins, wir haben jetzt, also ja, jetzt wir müssen momentan, also Schritt für Schritt, Schmitti. Gang hold für Gang. Your horses, wir reden jetzt erstmal über den. Erstmal die Suppe. Ja. Also. Also keine Liebessuppe, wie Brigitte Nielsen mal gesungen hat im Dschungelcamp, seine Penissuppe, ne? Ja, okay, also und diese Penisse sind, also wir wollen jetzt natürlich wissen, was das genau ist. Also das ist das so ein bisschen, also ist das so ein bisschen wie dieser lebendige Oktopus, den ich mal essen musste? Also praktisch eigentlich warmes Wasser und das Ding schwimmt da drin noch rum. Ich weiß es nicht. Und wer hat. Wer war der edle Spender? Ja, ich wollte auch, aber wem ihm sein Penis ist das denn? Ist das ein Koch aus Rotenburg? Sag mal, Leute. Naja, das ist ja auch historisch. Du hast es aufgebracht. Ja, wie gesagt, ich kannte dieses Restaurant. Es war ein Traum von mir, da zu speisen. Ja. Und erst nachdem ich auf einmal einen Tisch habe, weil wirklich, das ist nicht gelogen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich da jemals essen werde. Ja, und erst dann was für ein Pimmel! Und Rentier. Und dann habe ich erst dann, danach, als ich diesen Platz hatte, habe ich mich überhaupt mal darum gekümmert, was servieren die denn? Ey Schmidt, mit dir werde ich nie zu meinem Seniorenpferd fix fahren. Du bist eine ganz fiese Sau und den lässt du in Ruhe. Dass das mal klar ist. So, meine Frage da an... Da gibt's keine Suppe von! Meine Frage an das Kaffee-Arschloch, ne? Wenn man jetzt in so einem sehr, sehr angesehenen, sehr guten Restaurant ist und man kriegt eine Penissuppe serviert. Ja. Also, es kann sein, dass Guido Kanz dann da oben im Schrank sitzt. Ne? Das ist einfach die einzige Erklärung, die mir einfällt. Ja, kriegst du Sterne dafür. Darf man in einem Sterne-Restaurant darf man einen Gang zurückgehen lassen? Genau, da gibt es die gelben Sterne dann dafür, wenn du das gegessen hast. Ja, ein Michelin-Städtchen. Ja. Also ich ehrlich gesagt, es hinge jetzt für mich sehr davon ab, wie das aussieht. Ich habe selber auch schon, klar, Schnecken gegessen und Seeigel und so, aber da hätte ich auch meine Schwierigkeit. Ich glaube, ich würde es nicht essen. Ja, aber was macht man? Also das sind sehen ja ihre Kochkunst zu Recht als Kunstwerk an und das ist ja alles abgestimmt und perfekt und das ist ja eine wahnsinnige Beleidigung, irgend so ein Schwein sitzt, wo Leute jahrelang auf den Sitzplatz warten und bei mir gehen auf einmal 5 von 10 Gängen wieder zurück in die Küche. Da kann ich dir eine Technik verraten, die in jedem Restaurant eigentlich erfolgreich ist, weil natürlich kein Kellner oder Kellnerin eine Konfrontation wünscht. Das heißt also, du hast jetzt die Suppe da noch stehen, die ist unangetastet und dann sagt der Kellner oder die Kellnerin vielleicht, der hat es ihnen nicht geschmeckt und dann sagst du, es war eine fantastische Suppe. Und dann kann er ja nicht sagen, aber sie haben ja gar nichts gegessen, weil das wäre die Konfrontation. Du sagst, fantastisch war's. Und dann nimmt das und trägt's weg. Das war eine fantastische Penissuppe. Exakt. Das war ein fantastischer Fetter. Und du lügst ja nicht mal. Das war fantastisch, aber du wolltest einfach nicht essen. Ja, aber ich weiß ja, das geht einmal gut, aber was mache ich? Ich bin ja sogar empfindlicher. Ich mag zum Beispiel auch eigentlich gar keine Pilze und so. Und kein Käfer. Magst du oder, also empfindest das gar nicht? Thomas, ja. Was willst du denn da? Also, was willst du denn da? Das ist doch.
Das ist doch vielleicht auch gar nicht notwendig, dass du da jetzt essen gehst. Ja. Also, was soll das warum, denn? Dann warum lass uns nimmst doch tauschen. Du da irgendeinem Gourmet den Sitzplatz ja, weg? Ja, mir. Eigentlich, du gehst zum Comedy-Preis. Und da gibt's Buletten am Buffet und Elten. Und ich gehe da schön in dein Restaurant. Ich weiß ja, welches es ist. Ja, aber du würdest, sag mir mal, ich wenn weiß, du merkst so, ja. Der erste Gang finde ich noch okay, dass man sagt, so den Käfer lassen wir zurückgehen. Aber was machst du, wenn danach die Penisse auf den eigenen vier Beinen darf der zurückgehen in die Küche, ne? Du hast das also gerade alles schon durchgespielt. Letzte so. Frei. Genau, du kannst die Hälfte des Essens einfach freilassen. Da würden die sich freuen. Ja, ich bin richtig überfordert. Ich will auch da nicht in deiner Haut stecken. Es ist wirklich eine schwierige Situation. Oder jetzt auch mal, ich bin, was Essen angeht, habe ich auch so einen sehr, sehr leichten Würgereflex. Und was ist, wenn die da stehen und ich glaube, in dem Restaurant gibt es eh nur 10 Tische. Also man ist da schon unter Beobachtung. Ja. Und man versucht da den Käfer zu essen und es macht die ganze Zeit, wie wenn Joko irgendwas Schlechtes trinkt. Ich wollte gerade sagen, eigentlich, das ist ja auch im Ausland, man müsste dich mit dem Kamerateam begleiten, ist fast duell die Welt. Also, ja. Ich würde dir richtig empfehlen, Angst davor, ey. Umbuchen zum Maredo. Da gibt es Salatbar und keine Käfer. Ja, also ich möchte aber, dass du hier davon berichtest. Können wir das verabreden? Ja, das werde ich machen, aber nur, wenn du mir noch einen Tipp gibst, wie ich die Gänge zurückgehe. Oder in die Serviette halt, rein? Nein, halt dir einfach, halt dir die Nase zu und rein damit. Echt, das würdest du machen, Klaas? Naja, klar, also ich würde es auch nicht zurückgehen lassen. Man kann es versuchen, einmal abbeißen, dann in irgendein Blumengesteck verstecken oder so. Da habe ich auch schon Weine oder für reingeschüttet, die mir nicht geschmeckt haben. Du kannst doch muss man da fein angezogen sein? Nee, also gut. Dann machst du Folgendes. Pass mit der Cargohose. Ja, eine Cargohose. Und in die Cargohose tust du so ein Tütchen vom Flughafen. Ja, weißt du, so ein Plastiktütchen. So ein Zipper. Ein Zipper. Ja. Und das dann ist gut, das kannst du dir da reinmachen und dann kommst du mit einer Cargohose. Du hast die besten Tipps. Ja, das ist es. Du und die Cargohose ist auch wieder in, Klaas. Die ist wieder in. Wo das denn? Die ist wirklich modisch. Die Cargohose kommt wieder. Musst du mal gucken, bei den ganzen Fast-Fashion-Ketten, überall ist die Cargohose wieder da. Das ist es, Schmitti. Ja, du hast sie doch noch vom Autoladen. Hast du noch die welche? Kann ich mir unten zunehmen lassen. Nein, du gehst und dann kann alles reinfallen ins Bein. Du gehst einfach zum Primark, holst dir eine schöne Cargohose. Ja. Und da steckst du dann deinen Käfer da rein und die Pimmel von den. Links die Pimmel, rechts der Käfer, oben das Gehirn. Einfach alles rein. Ich bin ein wandelndes Dschungelcamp. Wenn ja, du bist ein Dschungelcamp-Bauchladen. Ja, oh, und danach stellst ich so raus. Ja. Oder was ich früher als Kind gemacht habe, wenn ich irgendwas nicht mochte und ich musste es aber essen, dann habe ich es einfach direkt durch den Bauchnabel reingedrückt. Das geht auch. Katzenklappe. Dafür hat man den ja. Ihr wisst ja, man hat den dafür und dass man nicht so doof aussieht in der Badehose. Ich freue mich sehr, da zu speisen und ich werde berichten, wie es ist. Ja. Oh Mann. Na gut. Ich habe noch ein Ding. Was aber das geht eigentlich gar nicht an euch. Das ist jetzt mal, ihr könnt jetzt mal weghören. Also Klaas wie immer, Jakob hör mal weg. ich bin am Wochenende Boot gefahren, ne? Mit meinem Kahn und alten Schulfreunden. Bin ich hier über die Spree geschippert und wir sind wirklich weit rausgefahren. Und dann, so, ich glaube, Klaas ist wirklich weg. Klaas? Ja? Das ist der. Ach komm. Nix. Was ist also, los? Nix, alles ich gut. Ich habe nur kurz die. Kann Klaas uns kurz nochmal ins Thema reinbringen? Ja, was? Klaas, pass nochmal kurz zusammen, ich was wollte ich gerade sagen? Er hat den Faden verloren. Ja, da mit deinem Restaurant da. Wo du da, was du da anziehst. Ich habe kurz hier, meine Güte, ich habe hier einfach nur den Koffer woanders hingestellt, weil ich dachte, der fällt runter. Was ist los? Entschuldigung, ich bin doch wieder da, jetzt expose mich und doch ein, nicht so. Und ein Koffer darf niemals runterfallen. Dafür sind sie nicht gemacht. Nee, dafür sind sie nicht gemacht. Ja. Naja, wie gesagt, es geht gar nicht an eure Adresse, sondern an all die Seefahrer da draußen. Aber seid ihr Richtung Brandenburg oder Richtung Berlin City? Ach, mit dem Boot Richtung wieder? Brandenburg. Ja, mit dem Boot wieder. Ich war am Wochenende Bootfahren mit alten Schulfreunden und wir sind an den Sedinsee gefahren. Der ist so ein bisschen außerhalb und zwar man fährt auch schon fast 2 Stunden. Und es war halt herrliches Wetter, so gefühlt der letzte Sommertag, nochmal 28 Grad, nochmal ins Wasser gesprungen. Es war alles herrlich. Und dann haben wir gesehen, da kommen dunkle Wolken. Und da haben wir gedacht, jetzt müssen wir mal langsam, es war ja irgendwie, die ganze Woche war angekündigt, da kommt noch ein Gewitter, jetzt fahren wir aber mal nach Hause, ne?
So, und wir waren kaum 5 Minuten auf dem Heimweg, alles, der Himmel schwarz, Regen, man hat keine 3 Meter mehr gesehen und um uns rum sind Blitze eingeschlagen. Ins Wasser. Ins Wasser, ui. So an der, in der mal ferner, mal so. Und erst in dem Moment, das zeugt ja schon von Dummheit, habe ich mir gedacht, ist das Boot der richtige Aufenthaltsort, wenn es blitzt? Oh, ist ein Boot ein faradäischer Käfig? Nein. Nein, das ist ja auch. Die Stahlboote ja, diese Plastikschüssel, wie ich es habe, nein. Und wie dumm ist es, wenn man einen Anker aus Metall dann im Wasser hat? Das bringt dir auch nichts, weil, also pass auf, was wir dann als erstes gemacht haben, ist Google öffnen. Dann macht man, okay, GFK-Boot, so ist das, so ein Plastikboot, ne? Gewitter, was soll man machen? Und das Erste, was da steht, also in so Seefahrersprache, sofort und ohne Umwege den nächsten Hafen, raus aus dem Get Boot. Get the fuck out of here. Ja, du hast, kein Mensch hat mit einem Plastikboot was auf dem Wasser zu suchen. Das ist die erste Meldung von Google so. Das wusste ich gar nicht. Alter. Nee, ich auch nicht. Und dann hieß so, man soll auch Schuhe anziehen, weil teilweise dann der Blitz ins Wasser einfach einschlägt und sich das trotzdem aufs Boot überträgt und so weiter. Ne? Also grauenvoll, sobald du Google geöffnet hast. Ne? Und dann sind wir, dann haben wir so um uns geguckt, es waren aber nur so Ufer, wo man absolut nicht anlegen konnte. Das war Wald und wir sind so einen Kanal entlang und da war nichts mit Anlegen. Und da haben wir gedacht, so okay, können wir jetzt ankern? Nein, es bringt ja gar nichts. Und dann wurde es richtig gruselig, weil alle anderen Schiffe waren weg. Wir sind 1,5 Stunden durch dieses Gewitter gefahren und kein Schiff war mehr auf dem Wasser, weil die anscheinend alle nicht so blöd sind wie wir, sondern so rausgegangen sind. Und dann haben wir angefangen, wie früher zur Pfadfinderzeit, da hat es geblitzt. Wir haben auf die Uhr geguckt und wir haben die Sekunden gezählt. Und wir haben vorher gegoogelt, unter 10 Sekunden wird es gefährlich, weil es dann zu nah dran ist. Und dann ging es wirklich so, Blitz, bum, 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 8 Sekunden, fuck. Dann ein Stück weitergefahren, 12 Sekunden, juhu, weitergefahren, 7 Sekunden. Und wir waren wirklich so ausgeliefert. Und ich frage jetzt an alle Seefahrer da draußen, was macht man in so einem Fall? Bringt es irgendwas, in die Kajüte reinzugehen, die das hat, so eine kleine Kajüte? Gibt es irgendeinen Trick oder muss man wirklich einfach vom Boot springen und im Grunde zum Ufer hasten? Also was wäre das Beste gemacht? Was hätten wir machen können? Ja, ich hatte wirklich einen Heidenschiss, so richtig Schiss. Wir haben 1,5 Stunden gebippert, haben auf die Uhr geschaut, haben geguckt, wo die Blitze einschlägen. Es war der Oberhorror. Ich bin froh, wenn das Scheißboot an Land ist über Winter. Ja, wirklich. Die Leute, da sollen wirklich, liebe Leute, nehmt da Bezug. Das würde mich auch brennend interessieren. Es gibt doch den alten Spruch, es gibt genau 2 schöne Momente von jemandem, der ein Boot besitzt, wenn er es kauft und wenn er es verkauft. Ja, aber auch wenn man in den See springt, das ist auch ein ganz schöner Moment. Wenn man in den See springt, wenn man da Bier drauf trinkt, wenn man darauf Picknick macht, das ist auch alles gut. Ihr habt recht, das stimmt. Ja. So. Das ist schon richtig. Mensch, Leute. Ja, also ja, wir warten da auf die Gewittertipps, ne? Mhm. Und die kommen jetzt hoffentlich rein, weil wir wollen ja alle nicht, dass unser Schmidt jetzt hier verkohlt und dann auch noch wirklich vom Blitz getroffen wird. Nicht, ne? Vor so dem biblisch. Handpuppenkurs. Das ist ja das Entscheidende. Genau, also danach kannst du von mir das gerne verkohlen. Vor allem, Schmidt, das ist das erste Mal, dass ich in so einer Situation war und es lief keine Kamera. Guck mal, ich habe mich arrangiert, dass wir irgendwie in Lebensgefahr sind und die Kamera läuft. Aber so ohne macht das ja gar keinen Sinn. Aber Herr Kapitän, dann wärst du vom Blitz erschlagen worden, ohne in die Gelegenheit gekommen zu sein, in deinem Leben mal einen köstlichen Penis zu verspeisen. Exakt. Das wäre richtig ärgerlich. Ja. So, ich muss jetzt auch gleich nach München fliegen, aus verschiedenen bizarren Gründen. Das ist auch alles ja noch eine Geschichte für sich selbst. Aber kann man anderen mal dann berichten. Ne? Klar, ja, ich habe eine Frage vorab. Was so vor du? Der Aufzeichnung so noch, also wärst du jetzt auch beruflich sehr traurig, wenn ich jetzt vom Blitz getroffen worden wäre? Gute Frage, Schmidt, sehr gut nachgefasst. Beruflich oder privat jetzt? Beruflich. Privat traue ich dir sogar zu, dass du da ein Tränchen verdrückt hättest. Aber ja, beruflich muss ich sagen, wäre das vor, also sage ich jetzt ehrlich, wie es ist, wäre es vor 8 Jahren schlimmer gewesen, so ungefähr. Mhm. Ja. Also ich habe schon gelernt, mit meinen eigenen Flügeln zu fliegen mittlerweile. Mhm. Dennoch würde ich es bedauern, auch aus professioneller Sicht. Mhm. Privat wäre ich richtig schlecht drauf, nehme ich an. Mhm. Und beruflich würde ich noch, ich sage mal, den Rest meiner Zeit irgendwie hinkriegen, aber sicher nicht mehr so schön. Gut, behalt das im Gedächtnis, wenn du heute Abend in die Aufzeichnung gehst. Danke, Ende. Auflösung folgt. So, alles Gute, alles Liebe. We'll be right back.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.